Ja, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Und wir stehen ja hier, war im dritten Stock, Zimmer 3F und haben hier zwei spaßige Dämonen vor uns, die wir wahrscheinlich auch erstmal, wa? Ja. Ins Jenseits schicken werden müssen. So, den ersten haben wir hier. Und wenn der sich umdreht, gehen wir einfach mal hinterher. Zack. Da und da und erledigen. Pam mal da. So, da ist der nächste. Holen wir uns auch gleich. Zack. Links und X und Pam. So, dann haben wir erstmal safe hier. Ja. Dann gucken wir uns mal hier in der dritten Etage genauer um. Nochmal schnell zurückgehen. Ich soll hier irgendwas übersehen. Aha. Sammeln. Julias Gedanken 1 von 38. Wenn Ronan Lillian sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch verkompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihr benannte. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Aha. Okay. So, nehmen wir mal hier rein. Aha. Aha. Standardwohnung, wa? Mich wundert immer noch, was RT Poltergeist? Mich wundert immer noch, was dieses Licht immer auf den Fernsehern zu sagen hat. Ist noch nicht ganz klar. Gut, gucken wir mal, was das hier bei Poltergeist heißt. Aha. Okay. Muss immer ein bisschen so die Umgebung scannen, war nicht, dass wir auf einmal hier vorm Dämonen stehen. Ja, wa? Ist ja hier nicht so dolle. Oh. Irgendwas liegt da drinne. Und hier liegen auch irgendwelche Leute rum. Wer ist er denn? Stromschlag oder aufgestürzte Pulsadern? Oder warum hast du es getan? Also was war's? Stromschlag oder Pulsadern? Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Die Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Ich hab mit dem Schnitt begonnen. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Rand gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid, Kleiner. Aha. Shh. Hören Sie das? Stille. Das ist doch schön, wenn es ruhig ist, wa? Meine. So. Dann haben wir hier irgendwo versteckte Sachen noch irgendwo. Nee. Besitz ergreifen. Okay, mit dem können wir nichts machen. Der hat auch anscheinend keine Gedanken, die man belauschen könnte. Und, sie auch nicht, die hier einfach so mit geöffneten Augen rumliegt. Ich hoffe, die ist nicht tot. Na gut. Dann gehen wir mal ins nächste Zimmer. Das wäre 3B. Aha. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht? Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich meine... Ist ja auch hier, wa? Voll die heiße Party, muss ich sagen, wa? Hier geht die Luzi richtig ab. Wie machen wir das? Rein logistisch. Aha. Sollen wir dein Auto nehmen? Naja, so? Parken, das Fahren, das Bett. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Mhm. Warum
muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Ja. So, das ist doch mal eine Ansage, wa? So, ja, hier geht ja richtig, wa? Du bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon. Danke. Mhm. Nochmal Poltergeist. Joa. Poltergeist. So, kommen wir mal hier hin. Ins dunkle Kämmerchen. Aber da ist nichts. Gut. Ach ja, was? Ach so, ja, Verstecken ist klar. So, was geht hier so ab? Aha, aha, aha. Ja, recht unspannend, muss ich sagen. Und das scheint hier auch nicht das Zimmer zu sein, wo wir rausgeflogen sind. Oder rausgestoßen worden sind. Ergo... Können wir hier einfach wieder gehen? Kann ich hier wieder Poltergeist machen? Hm. Ja. Keine Ahnung, was das zu sagen hat. Hat bestimmt noch einen tieferen Grund. Nehme ich mal ganz stark an. So, gut, weiter. North Stairwell. Okay. 3F. 3F? 3F standen wir doch schon, oder? Na gut. 4F. Aha. Oh. Das sieht mir nach dem Tatort aus. Okay, Leute. Ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Ein Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Genaueres wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ja, ist das Gebäude sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Nein. Sie haben ihn nicht gefasst, aber... Sie sind sich ziemlich sicher, dass er nicht mehr hier ist. Officer Morgan, loses Mundwerk? Mhm. Ja, wenn er weiter da rumsteht, dann, ja, dann seid ihr wirklich nicht sicher. Entspann dich, oder? Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Warum antwortet er Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Aha. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Gott, warum erzählen sie uns nichts? Ja, weil das hier ein Tatort ist und hier... Verstehen Sie, dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. So, von den Polizisten kommen wir an, wahrscheinlich... Doch, können wir auch. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Ja, das ist immer sehr fraglich, ne? Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Scott sollte sich mal entspannen. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Ja, aber ist doch hier, wa? Was ist denn das hier eigentlich? Warum steht denn das hier so komisch rum? Das passt ja irgendwie gar nicht zusammen, wa? Na gut. So, wer sitzt denn da hinten? Gibt's erstmal noch was zu sammeln, wa? Genau. So, noch 3 Boiler brauchen wir. Oh, jetzt sind die Typen weg. Oh. Hätte vielleicht erst mit denen reden sollen, wa? Okay, dann gehen wir mal hier rein. Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach, was? Nach einer der vermissten Mieterinnen erkundigt. Aha.
Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Warum war der Mörder was hier? Ich übersehen? Sie erfüllt, gehen in die Wohnung im dritten Stock. Okay, Antwort finden. Neues Ziel, Suche in der Wohnung nach Hinweisen. Ermittlung abschließen. Du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten, aber oft ist eine sofort sorgfältige Erkundung des gesamten Tatorts notwendig. Aha. Warum war der Mörder hier? Nein, wir haben ja so ja keine Hinweise, wa? Ergo können wir auch noch nicht abschließen. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Mhm. So, 0 von 14 Hinweisen. Aha. Details untersuchen. Statusabfrage der Vermisstmeldung. Bitte beachten, das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Aha. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Handy? Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Erinnerung der Profilerin. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Flashback abrufen. Nee, das haben wir ja nur gerade gesehen, wa? Brauchen wir ja nicht unbedingt uns zweimal anhören. 6. Kann ich das hier nicht irgendwie... Konnte ich nicht zoomen? Ich kann zoomen. Hat aber keinen Effekt. Halt. Aha. Mein letzter Kampf. Beschädigte Wand. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Ja. Immerhin wurden wir ja aus Fenster geschmissen, wa? Da wird er schon was auf dem Kasten haben. Anzeichen eines Kampfes. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Okay. Vielleicht noch im Mülleimer was? Nee. Was haben wir hier? Oh. Du kannst Erinnerungsrückstände in diesem Reich enthüllen. Drücken, um fortzufahren. Mhm. Details analysieren. Was hat der Mörder getan? Zielsicher suchen, zufällig weggehend. Joa. Ich würde mal sagen, weggehend, wa? Nein, das scheint es nicht zu sein. Dann wird es wohl suchend gewesen sein. Suchend, aha. Und, zielsicher, würde ich sagen. Der suchenden Mörder. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht oder nach jemanden. Wonach hat er gesucht? Das weiß ich nicht. Gibt's hier also... Können wir mal hier durchgehen? Ist ja sehr interessant hier, wa? Die Ermittlungen, wie man die Ermittlungen so führt hier. Aha. Ein- oder auspacken? Das ist hier die Frage. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Die sind wahrscheinlich ein bisschen ja, überhastet. Treffen mit Runens Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freute mich darauf und Runens Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten einen guten Eindruck zu hinterlassen? Ronan Set fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen rum, als versuchte er, seine plumpe Natur zu unterdrücken.
Es war süß und Lillian ist ein Rohdiamant. So ein gutes Herz. Ich hoffe, Sie verstehen, wie sehr ich sie mag. So, was haben wir denn hier? Irgendwelche Zeichnungen? Psychologische Kinderzeichnungen. Zeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Dies scheinen psychologische Skizzen zu sein. So, so. Joa. 6 von 14 Hinweisen gefunden. Ach, ey. Au, ja. Meine Primärwaffe. Moms Geschenk. Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Himmel. So, nehmen wir mal da hinten gucken. Ins Bad, wie mir scheint. Aha. Oh ja, da haben wir noch einen Boiler. So, aber hier im Bad gibt es nicht weiter, wa? Wir müssen noch 7 Hinweise finden. Aha. Spirituell. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Okay. Oh. Das sieht sehr spirituell aus hier. Aha. Wer ist sie denn? Was hat das Mädchen gemacht? Beobachtend, ruhig, eingreifend, kämpfend, ignorierend, sich verstecken, zuversichtlich, verängstigt. Auf jeden Fall verängstigt, wa? So, damit kann sie nicht mehr zuversichtlich und ruhig sein, das ist klar. Sich verstecken, würde ich sagen. Und beobachtend. Ja! Sich versteckende Zeugin. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Ja, ist ja sehr interessant, ne? Dass hier so ein Mädel da war. Und da hat man ja gerade gesehen, wie wir da gerade durch die Tür gejettet kamen. Das ist natürlich auch sehr interessant hier, wa? Pinnwand gibt uns keinen Aufschluss. Verlassen? Nee, verlassen will ich das auch nicht. Naja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, wa? So ein bisschen rituell halt, wa? Da über der Wand. Okay, ja. Ist hier noch was? Ja. 5 Hinweise müssen hier noch irgendwo sein. Das Problem hatte ich gerade so ein bisschen... Ah, doch. Hier, doch. Wollte ich sagen. Zerbrochen. Zerbrochenes Fenster. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. So. Ja, da müssen aber noch mehr Sachen sein, wa? 9 Stück. Also 6, 9. Acht. Das hatten wir schon. Aber da müssen ja noch mehr sein. Die so ein bisschen den Tatort, ne? Die Waffe hatten wir? 7. Ja, 5, 4, 3, 2, 1 und so, wa? Oder ist das... Sind das die Sachen, die unten sind? Das kann natürlich sein. Dass das praktisch, übergreifend ist. Was unten auf der Straße passiert ist, da waren ja die ersten Zahlen gewesen. Ja, schwierig, ne? Jetzt waren die Typen waren da eben noch gerade noch da. Hallo? Ich meine, wir können ja hier noch ein bisschen gucken, aber hilft uns alles nicht so weiter, ne? Wir müssen noch. Die hauen wieder ab, wa? Aha, okay.
10 von 14 Hinweisen. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja alles abgesucht. Also ich denke, die Zahlen sind fortlaufend. Ja, und hier gibt es ja nichts. Ich gehe nochmal alle Räume durch. Aber ich denke mal, wir haben soweit und ja, die Antwort finden ist natürlich, ja. Weiß ich noch nicht so richtig, wa? Also hier ist jedenfalls nichts mehr. Man kommt hier auch nicht durch. Sehr interessant. Gut, dann machen wir mal Antwort finden und gucken mal, was wir da machen können. Aha. Warum war der Mörder hier? Ja, das ist die gute Frage. Das ist uninteressant. Zerbrochenes Fenster ist uninteressant. Der suchende Mörder. Buch über Geister. Geheimnisvolle Zeichnungen. Könnte auch sein. Der Koffer wird uninteressant sein. Das wird uninteressant sein. Beschädigte Wand ist auch uninteressant. Also es wird sich wahrscheinlich entweder ging es um die Zeugin. Er wollte die Zeugin beseitigen. Oder es ging um das Buch über die Geister. Wo wir ja auch keine weiteren Informationen haben. Oder um die Zeichnung. Ich denke mal, das ging einfach mal um die Zeugin, wa? Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Ist, denke ich mal, der wichtigste Hinweis. Achso, 3 Stück müssen wir finden. Die gepackten Koffer sind, denke ich mal, auch recht interessant. Nee, die nicht. Aha, die nicht. Na, ja, dann werden es die Bücher sein, wa? Also hier das Buch? Auch nicht. Doch, die Zeichnung? Aha, okay, also das war alles uninteressant. Dann wird es wahrscheinlich hier oben sein, der suchende Mörder. Ja.